Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wir sind hier nicht auf dem Mount Everest, auch wenn das irgendwie aussieht wie die Todeszone. Was ich hier mache und warum, das erfahrt ihr gleich. Jetzt mal das Geheimnis und mach erstmal die Linse frei, da war gerade noch Schnee drauf. Und zwar, ich befinde mich momentan in Tschechien, genauer gesagt an der Grenze zwischen Tschechien und Polen. Bin circa auf 1600 und ein paar zerquetschten Metern. Ich befinde mich derzeit auf der fucking Schneekoppe und die macht ihrem Namen gerade alle Ehre, weil es ist windig, fucking kalt und es schneit und tatsächlich muss ich zugeben, bin ich gerade schon wieder auf dem Weg nach unten. Schöner Ausflug, sag ich mal. Ja, ihr habt gedacht, ich mache mal ein bisschen Wintersport, ne? Ja, runter geht natürlich immer schöner und schneller als hoch. Hoch war echt mittelmäßig anstrengend. Man denkt ja immer so, ja, ich löfe jetzt mal einen Berg hoch und genieße die schöne Aussicht. Das da ist die schöne Aussicht heute. Macht nichts. Das Leben beginnt ja am Ende der Komfortzone, hat mal irgendjemand gesagt. Und so, ja, Patches draus gemacht, den wir jetzt namentlich hier nicht nennen wollen. Oder so. Da vorne laufen Menschen. Weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Es ist scheiße neblig. Und die Seilbahn nach unten fährt übrigens nicht. Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten von 70 km/h und mehr. Scheiße, ich laufe hier gerade falsch. Fuck. Einfach mal blinde Leuten hinterherlaufen und schon verläuft man sich. Naja, ich war jedenfalls gerade im Postamt der... Oh, fucking Schneekoppe. Der Schneekoppe. Und habe eine Karte an meine Oma und an eine Karte an meinen Opa geschrieben und freue mich darüber sehr. Ich hoffe, die beiden freuen sich auch sehr über ihre beiden Postkarten. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich werde schneeblind heute. Er ist einfach nur hell. Hattet ihr sowas schon mal? Schneeblind? Schneeblind stelle ich mir nicht lustig vor. Jedenfalls so kleine tanzende weiße, silbergraue Teilchen vor meinen Augen. So richtig schön ist nicht, wenn man so in den Schnee guckt. Ich kann euch noch ein bisschen zeigen, was ich sehe. Ja, wenn man die ganze Zeit rufklotzt, wird man schneeblind. Ziemlich sicher. So, ja. Ich sollte euch ja noch, oder nein, ich wollte euch ja noch die schöne Aussicht zeigen. Und zwar, von da oben komme ich. Da ist die schöne Aussicht. Gerade eben war sie noch da. Naja. Also hier ändert sich das Wetter irgendwie von einem auf den anderen. Meine Pfoten frieren gleich ab. Deswegen ziehe ich mir mal schnell die Handschuhe an. Oh, jetzt. Da vorne zieht sich ein bisschen auf. Das ist schon echt abgefahren. Hier ziehen die Wolken quasi rundherum. Und ab und zu kann man mal so ein bisschen was von der Landschaft erhaschen. Da scheint so ein bisschen die Sonne durch die Wolken. Und hier geht es relativ steil runter. Und ist auch minimal glatt. Muss ich leider aufpassen, dass ich mich nicht auf die Klappe lege. Fängt schon gut an. Da, wo quasi die Seilbahn lang geht, da muss ich mich irgendwie lang quälen zur Mittelstation. Weil da geht es weiter abwärts. Und ich genieße noch so ein bisschen den Wind hier oben, weil es gerade so angenehm ist. Unten wurde mir gesagt an der Seilbahnstation, dass die Bahn heute nicht fährt, aufgrund der hohen Windgeschwindigkeiten. Ich kann das bestätigen. Es ist fürchterlich windig. Und ich kann euch das ganz kurz anhand eines Beispiels zeigen. Hier steht nämlich so ein lustiger Pfosten. Wenn ihr euch den Pfosten mal genau anguckt, dann ist Eis und Schnee daran gefroren in einem ziemlich genau rechten Winkel. Das ist sehr schön. Allerdings habe ich den Eindruck, ich habe langsam Eiszapfen in der Nase. Macht aber nichts.
die Sicht ist jetzt ein bisschen besser. Ich zeige euch das mal eben. Ja, es ist auch nur noch halb so steil. Es geht sich etwas besser. Hier kann man jetzt endlich mal ein ganz kleines bisschen ins Tal gucken. Wenn es dann nicht so rutschig wäre, hat man eine Ruhe. Fuck. Sich auch auf die Umgebung konzentrieren könnte. Ach, es ist schon so ein bisschen Winterwunderland, wenn ich das hier mal präsentieren darf. Nennt sich ja auch Wintersport, heißt es ein bisschen anstrengend. Habe ich mir sagen lassen, oh Gott. Sieht bestimmt nur minimal albern aus, wie ich hier durch die Gegend renne. Jo, und da, wo sich die Perlenkette an Menschen langzieht, da muss ich auch lang, um die anderen Jungs und Mädels einzusammeln, die momentan noch auf der Piste unterwegs sind oder sich gerade in Glühwein reinkippen. Wer weiß. So, Freunde, ich wusste nicht, ob ihr es schon wisst, aber ich habe hier eine ganz exklusive Fahrt ins Tal. Das ist im Hintergrund noch die Mittelstation der Schneekoppel. Und ich muss sagen, das war echt ein ziemlich cooler Trip hier hoch. Anstrengend, wie Sau, tatsächlich, weil kalt und schwitzen. Also ich glaube, ich muss meine Klamotten noch optimieren. Ich glaube, ich beschlagen gerade. Ich mach mal Selle. Mal gucken, ob das was bringt und wie lange. Hier rumpelt's. Aber ganz ehrlich, ich glaube, darunter hätte ich es nicht mehr geschafft, zumindest nicht mit Pain. Also ich habe zwar für Notfälle immer eine Kopflampe dabei oder so ein paar Knicklichter in meinem Rucksack. Ja, aber ganz ehrlich bin ich ganz froh, dass ich hier für 3 Euro mal ganz bequem nach unten chauffiert werde und das auch noch so vollkommen luxuriös. Unglaublich. Ich freue mich. Ich freue mich tatsächlich. Ich gebe euch noch ein bisschen Aussicht. Weshalb oben die Fahrt zur Schneekoppe ganz nach oben bis zur Poststation, wo ich quasi war, dass die heute gesperrt ist, einfach weil es zu krass windet und man aus Sicherheitsgründen sich entschlossen hat, das nicht zu tun für Mitfahrer sozusagen. Ladies and Gentlemen, willkommen zum relativ dunklen Winter-Special. Ist ja die dunkle Jahreszeit, von daher machen wir mal ein Video im Dunkeln. Wir sind immer noch in Tschechien und ja, wir sind gerade auf einer kleinen Winterexpedition, um uns einen kleinen Schlafplatz zu suchen. Quasi gerade eben habt ihr mich noch an der Schneekoppe gesehen und wir haben uns jetzt in niedere Lagen zurückgezogen. Das große Problem ist, es wird tauen. Irgendwann heute Nacht überschreiten wir ganz deutlich die 0 Grad und ja, bin mal gespannt, wie es uns so ergeht. Kennt man ja, aber da drüben, da schlafen wir heute und da steht eine ominöse Pappkiste. Und was es mit dieser Pappkiste auf hat, das seht ihr gleich. Sich hast du vergessen. So. Was ist mit dieser ominösen Pappkiste auf? Wir haben schon Glühwein getrunken auf. Und deswegen machen wir es jetzt ganz kurz. Und zwar, es ist hell. Was ich eigentlich sagen wollte ist, den Typen da werdet ihr nochmal gleich kennenlernen und ich mach's mal ein bisschen heller. Ich nicht mit Rotfilter machen? Nein, auf keinen Fall. Oh my god. Das ist der Red. Hello. Good day.
Und Red macht mit uns heute ein Unboxing-Video einer britischen 24-Stunden-Ration. Das hat der Gordon schön gesagt. Jetzt seht ihr den Gordon nochmal. Hallo. Schön. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Are we running? We are running. We're good to go? Yeah. Well, let's do this shit. I want to get in and... Oh, hi. Well, obviously this is property of MOD, whatever that is, and the unauthorized sale and or purchase is prohibited. And of course, I just got it. I do not understand what you're saying. Ministry of Defense. Oh, the Ministry of Defense, of course. So this is MOD authorized use only, so obviously I'm a member of the Ministry of Defense. I'm very sure the government did not want this. All right, we have, for starters, a clear bag of stuff. Let's talk about this later. We have a Fruitin' Fun, very nice and obviously very fun, Fruit Pocket Apple Peach. I'm actually looking forward to trying this out. We do have a bag of Beyond the Beaten Track, but it's just fruit. What can you do? Awesome. So, obviously the Ministry of Defense, thanks for that, Gordon, takes good care of their soldiers, especially their officers, because we do have the Connoisseur's Choice Single Malt Scotch Whiskey from 1996. I'm very looking forward to trying this out. And, alright, let's continue. We have a bag of salty nuts. Actually, they're roasted and salty. Peanuts. And, well, I guess they stole it from their Yank brothers. A can of Dr. Pepper. Awesome. I'm very sure that wasn't there before. But okay, chocolate, salty, again salty, chocolate, it's salted caramel, and it's obviously like a salty kiss. I don't know what that is, but it sounds very intriguing, especially when it comes to chocolate. All right, what do I have here? A bag of fruit-flavored energy drink powder, one. A bag of beverage powder type raspberry, two. A bag of cola flavored drink powder with sugar and sweetness, three. A bag of instant hot chocolate flavored drink, four. A bag of tutti frutti flavored drink powder with sugar and sweetener. Where was I? Oh, five. Well, that's for starters, I guess the Ministry of Defense does not want their soldiers to dehydrate whatsoever. Good job, Ministry of Defense. Alright, so what's here? Food! No fucking way. We have smooth peanut butter, and we do obviously have to net the package before opening. Well, we're gonna come to the fun part later and do the netting afterwards. Alright! Beyond the Beaten Track. For starters, a very large packet. Compare it to my head, please. It's plain rice. Awesome. Thank you, Ministry of Defense. Sounds very delicious. All right, here it is. Now we're talking beef goulash, 300 grams, slow-cooked beef, and vegetable stew with paprika. I cannot wait to try this out. Combined with the plain rice, I guess this is gonna be an amazing dish. Gonna see about that later. All right, here's the chicken and vegetable soup as an entree, as they say in French. And let's continue. It does not end. Chocolate pudding and chocolate sauce. Here goes the calories that I lost over Christmas. Not. All day breakfast. Well, this is very general. Let's see what we have in there. All right, it's 300 grams, just as heavy as the other stuff. And there are pea beans, pork sausage, and that was basically it. A lot of other stuff that I do not want to read out to you because it's just very, very scary. Oh, egg.
I found some egg about halfway through the ingredients. There's some egg tomato puree, sugar, of course there's sugar, and some wheat flour, amongst tons of other stuff. Well, I'm gonna see what my stomach's gonna say to that. What do we have here? It's a 24-hour ration feedback and price draw entry form. All right, we're gonna take a lot of time to fill this out and send it back to the Ministry of Defense. I bet they're gonna cherish our ideas and what we have to say about this one-man ration, 24-hour ration, pardon my French. All right, so we're coming to the end here. We have oat digestive biscuits, 50 grams. Sounds a bit like dessert. We're gonna see about that. This is a mixed dried fruits nougat bar. A very small mixed dried fruit nougat bar. But it's 30 grams, I guess. Cannot really read it, but I guess it's 30 grams. All right. What else do we have here? We have a sesame bar. Another 50 grams, so here goes the sugar input. And Tabasco sauce, of course, and the additional information sheet. I don't know if I do actually need any more additional information, but here's what it helps. All right, that was basically it. We have tons of food and even more trash. And as usual, in almost any 24-hour one-man ration, the only thing that's actually missing is a trash bag to store all this junk that I'm gonna be producing. But we do have one more thing missing, which was the clear bag from the beginning, and I'm going back to this right now, which probably and possibly perfectly functions as a trash bag, thank you Ministry of Defense, and contains probably all the small stuff that we do need to enhance our food experience. Beef jerky peppered, awesome. An alcohol-free antibacterial wipe. I'm not sure if I'm gonna like this, but it sounds tasty. Let's try it later. And we do have another alcohol-free. Maybe twice as much will help. We'll see. English breakfast tea, of course. Great British tea, of course. And a pack of dry coffee, which enhances, or actually, is that another beverage? Yes! Instant coffee! We do have 1, 2, 3, 4 additional ones, which makes all in all 11 beverages. Hold your breath. 11 beverages. I have only one cup and so much time in the battlefield, on the battlefield. But there's always time for 11 beverages. Of course there is. Especially if two of those are tea and two of those are coffee. We do have another strong mint, and it actually says strong mint. Not to forget there's weak mint as well. But thank God this is a soldier's 24-hour ration, and therefore we only have strong mint in there. It's a sugar-free gum with sweetness. We do have another white spearmint, which I'm actually preferring, but that remains to be seen. White sugar 1, white sugar 2, white sugar 3, white sugar 4 for my 11 beverages. Creamer 1, 2, 3 for 2 bags of tea and 2 bags of coffee. Well, I think we do have to rationalize that. We do have water purification tablets, 6 all in all, and another strong mint next to a pack of stormproof matches and the most gigantic spork I have ever seen in my total and complete life. Well, let me take that back. It's neither total nor complete, but this is definitely a big spork. All right. That was it.
Here was the unboxing of the most amazing 24-hour ration of the British Army, sponsored by the Ministry of Defense. It's a ton of shit, and I'm gonna keep you updated in a few seconds about each and every one of those packages and how they probably are going to taste. Well, they're gonna taste definitely, but how they're gonna taste. All right, see you in a bit. Can you please put off this fucking log because it's smoking into my eyes. This is a bitch, I cannot work. Hey, well, back again. I'm going, of course, to start with the one and only Connoisseur's Choice Single Malt Scotch Whiskey from 1999, because probably otherwise I cannot handle all the other stuff. Here we go. That was quick, and that was what she said. All right, here goes. 1999 Scotch whiskey. Did I mention before that I don't actually like Scotch whiskey? Well, maybe this will change my mind. No. Warte zusammen. 3, 2, 1. Awesome Whisky. Och verdammt, jetzt brennt das Gras gar nicht mehr. Du fängst an zu dampfen. I'm not sure. Yeah, that's, wir haben übrigens nicht gespart an Special Effects und so. I have wet pants. You're wet down there. Das fängt schon wieder gut an. This is obviously biscuits. Kurt, wir haben da ein kleines technisches Problem. Ich sehe nämlich überhaupt gar nichts mehr, weil das hier auch nämlich am Brennen ist. Gott, ja. Hilf mir doch mal. Womit? Kick mir doch mal hier auf den Rücken. Scheiße doch mal. Keep ihr nee, aber kannst du dich mal angucken hier auf meinen Rücken? Kipp ihr irgendwas in die Augen? Könnte das sein, dass ich leicht nass bin? Du bist leicht feucht auf dem Rücken. Na ja? Toll, schon wieder bin ich leicht feucht. Hörst du mal auf, mich anzufassen? Das ist tatsächlich nur der Rücken. Patsch. Dein Hintern ist irgendwie nicht nass. Warte mal. Ja, hier, das Tauwetter-Scheiß-Dings. 9 fucking Grad, das gibt's überhaupt gar nicht. Wollt ihr gleich sehen, Herr Fotzen? Ich mach das in One Take.